Egal, wie stark die Wolken ziehen, die Stabilität wurzelt im Fundament und setzt sich über den Stamm nach oben hin fort. In den Tai Chi und Qigong Methoden üben wir das gleiche Prinzip. Unten fest verwurzelt, oben weich, flexibel und schön beweglich. Hallo, am 26.04. bin ich Teil einer Wolkenhände-Veranstaltung im Rahmen des Welt-Tai Chi und Qigong-Tages und werde Übungen zeigen, wie du die Fußsohle mit dem Beckenboden verbindest, um eine gute Vernetzung für die Beinstruktur und eventuell auch eine Idee, wie du deine Knie dirigieren kannst, um in eine bessere Ausrichtung zu kommen. Ich bin Susanne Heimbach, unterrichte seit über 20 Jahren Tai Chi und Qigong und anatomische Zusammenhänge sind mein Hobby. Und so frage ich mich, wie arbeiten die verschiedenen Systeme zusammen? Was hat die Fußsohle mit dem Beckenboden und dem Zwerchfell zu tun? Und wie kann ich das in meiner Bewegungskunst ansteuern und bewusst nutzen? Ich würde sagen, die Aufrichtung über die Fußsohle, quasi unsere Baumwurzeln, war die effektivste Entdeckung für mich und meine Schüler. Sei dabei, hol dir neue Impulse oder entdecke ganz neu die faszinierende Vielfalt der Tai Chi und Qigong Methoden für dich. Ich freue mich.